Okay, vielleicht gibt es da Jahreszahlen drauf, können wir schon gucken. Der Brief ist eindeutig von. Da steht ein Datum drauf. Ihre Eltern müssen echt übel gewesen Von sein. 69 ist Ich er. wäre auch abgehauen. Der Brief ist von 69. 96. Oder? 96. Ihre Eltern müssen echt übel gewesen Brief ist sein. von 96. Ich wäre auch abgehauen. Brief ist von 96. Das ist noch, das ist relativ spät. Haben wir hin. Hinweis auf Datum drauf. Nein, die Rückseite. War doch bestimmt ein Hinweis auf ein Datum. Mit dem Bild wird es dann schwierig. Salmonberry Park. Ja, dann lese ich. Und geht Ist das markiert eine Art hier. Kommune? Sieht so aus. 92. Echt schräg, dass sie in einer solchen Gemeinschaft gelebt hat. 92 Naja, und andere Menschen. 95, nee, Das 96. Komischste ist, dass sie sie Ja, anscheinend leg doch ignoriert zurück, haben. hier. Wo war diese beliebte Mary Ann, als sich die ganze Stadt gegen uns gewandt hat? Das war 96, Ihre 92 Eltern und müssen echt übel gewesen sein. Ich wäre auch abgehauen. 92 und 96 haben wir hier schon. Definitiv. Steht auf dem Bild irgendwo eine Zahl. Ja, die kommt auch definitiv zum Wow, Schluss. sie hat für einen Uhrmacher in Juno Ah, hier ist auch gearbeitet, bevor sie nach 92. Dallas kam. Kein Wunder, dass sie so geschickt war. 92 markiert. Das war auch noch 92. Das Uhrmacher und Blatt 92. Das war 196 relativ zum Schluss. Ist das Carol? Ja, und Sam. Sieh mal, Und Datum haben wir hier er nicht. ist so jung und Müssen wir glücklich. raten. Also 92, 96. Mal schauen, was das uns hilft. Die Uhrmacher waren relativ. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Eine Art Uhr? Das war relativ gleichzeitig. Der Brief von zu Hause kam erst zum Das Schluss. scheint ein Vielleicht Abendessen mit so. dem alten Bären und der Steinalter. Das ist das Haus der Prinzessin. Und Das ist das so. Schloss der Gold. Komm schon. Okay, also nicht. Wenn wir damit anfangen. Wenn sich hier von Das ist zu das Schloss der Hause, goldenen Fürstin. das angefangen, in die Kommode Was ist geflüchtet das ist. Pflanzending da oben? Ah, das sind ganze Gartenblüten. Hey, der Das Abschluss. scheint ein Der Abendessen mit dem Uhrmacher? alten Bären und der steinalten Nein, der Biberdame zu Uhrmacher. sein. Das scheint ein Abendessen mit dem Nein. alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Eine Art Uhr? Das scheint ein Abendessen mit dem So alten und Bären. Das ist so. das Haus der Prinzessin. Komm Komm schon. schon. Okay. Richtig, Uhrmacher da noch früher. Eine Art Uhr? Was ist das Pflanzending da oben? Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Das ist das Haus der Prinzessin. Komm schon. Das scheint ein Okay. Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Aber zu dem Abendessen haben wir eindeutig kein Datum. Die sind beide 92. Der Brief, wo auch immer man hingehört, 96. Können wir das wenigstens irgendwie datieren? Jetzt hier drauf gucken. Nein, falsch. Zurück. Wow, sie hat für einen Uhrmacher in Juno gearbeitet, bevor sie nach Dallas kam. Kein Wunder, dass sie so Das haben wir geschickt war. hier. Ihre Eltern müssen echt übel gewesen sein. Fünfte. Ich wäre auch abgehauen. Nee, das war was anderes. Das ist ja. 6. und 10. Das ist. Hier haben wir hier ein Datum noch drauf auf dem Hinterblatt. Salmonberry Juni. Park. Ist das eine Art Kommune? War die Sieht so Kommune aus. definitiv vorher. Echt schräg, dass sie in einer solchen Gemeinschaft gelebt hat. Mit, naja, anderen Menschen.
Das Komischste ist, dass wir sie anscheinend alle geliebt haben. Wo war diese beliebte Mary Ann, als sich die ganze Stadt gegen uns gewandt hat? Okay, die Kommune war auf jeden Fall sehr weit vorne. Was ist das Pflanzending da oben? Ah, das sind ganz klar Lachsbärenblüten. Davon geht, glaube ich, alles raus, würde ich sagen. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Das ist das Schloss der goldenen Fürstin. Das ist das Schloss der goldenen Fürstin. So. Das ist das Haus der Prinzessin. Komm schon. Das ist das Schloss der goldenen Fürstin. Das scheint ein Abendessen mit dem alten. Das ist das Schloss der goldenen Fürstin. Das ist das Haus der Prinzessin. Komm schon. Das Haus würde ich auf jeden Fall als letztes machen. Es kommt als letztes hin. Okay. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Eine Art Uhr? Glaube ich aber nicht. Nein. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären. Eine Art Uhr? Das ist das Schloss der goldenen Fürstin. Ich glaube, das hatten wir aber auch schon. Das ist das Haus der Prinzessin. Komm schon. Uff, also. Das Haus war zuletzt und das soll ich auch relativ zuletzt machen. Vielleicht machen wir das zu. Machen das alles in der Mitte zuletzt. Das ist das Schloss der goldenen Prinzessin. Dann hier. Das ist das Haus der Prinzessin. Zum Schluss in der Mitte. Komm schon. Wann war das Abendessen? Das scheint ein Abendessen. Komm schon. Wann war das Essen? Ja, wann? Ist da das Carol? Drauf? Ja, und Sam. Sieh mal. Sam hat sie schon. Ist so jung. Sam ist jung und hat sie schon gekannt. Sozusagen die Kommune ist auf jeden Fall als erstes dran. Ich habe wirklich keinen Hinweis drauf, wann das sein könnte. Wow, sie hat für einen Uhrmacher in Juno gearbeitet, bevor sie nach Dallas kam. Kein Wunder, dass sie so geschickt war. Uhrmacher, bevor sie nach Dallas kam. Also müssen wir noch irgendwie das Schloss davor packen und vielleicht müssen wir mit dem Schloss anfangen. Das ist das Schloss der goldenen Fürstin. Was ist das Pflanzending da oben? Ah, das sind ganz klar Lachsbärenblüten. Hey, der Abschluss in Freiluft. Eine Art Uhr? Und das ist das Haus der Prinzessin. Und zuletzt das. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Oh, war's das? Ja, das war's. Was ist da drin? Noch ein Brief? Der Verlust der Prinzessin. Ist das aus dem Buch der Kobolde? Verlorene Schätze der Prinzessin, irgendwo falsch. Das sieht jedenfalls so aus. Der Verlust der Prinzessin. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine kluge Prinzessin, die in einem großen Holzhaus lebte. Ihre Reise durch den großen, weiten Wald bis zu diesem Haus hatte sie mit nicht mehr als den Kleidern auf dem Leib und einem einzigen Gedenken an ihr altes Leben bestritten. In einer strahlenden Tiara auf ihrer Flucht vor dem wilden Jäger hatte sie fast all ihr Hab und Gut verloren. Die Bäume rissen ihr den Rucksack von den Schultern und zerfetzten ihr Kleid, sodass sich dicke rote Striemen auf ihrer Haut bildeten. Durch die ganze Zeit hinweg drückte sie die Tiara eng an ihre Brust,
in der Furcht, womöglich zu stolpern und sie fallen zu lassen. Die Tiara hatte ihren eigenen Platz in dem großen Holzhaus, ein Kissen am Fenster, wo die Sonne auf ihre Oberfläche fiel und sie zum Glänzen brachte. Die Prinzessin konnte die Tiara stundenlang ansehen. Sie staunte über ihre Schönheit und ließ ihre Finger an ihren Kurven hinabgleiten. Jeden Morgen erwachte sie und widmete sich als erstes ihrem Schmuckstück. Sie polierte die gesamte Oberfläche, damit die Tiara mit vollem Glanz erstrahlen konnte. Anschließend hob sie sie hoch, setzte sie sich auf den Kopf und schritt damit durch den Wald, mit dem beruhigenden Gefühl der Vollständigkeit. Denn was war eine Prinzessin ohne eine Krone? Jeden Abend bettete sie die Tiara auf ihr Kissen, gab ihr einen Gute-Nacht-Kuss und ging zu Bett. Zuvor drehte sie sich noch einmal um, um sicherzugehen, dass die Krone noch da war. Sie hasste es, von ihr getrennt zu sein, doch sie wusste, dass die Tiara auf ihrem Kissen am sichersten war, während sie schlief. Oha, weitere Seite. Eines Nachts erwachte die Prinzessin durch einen mächtigen Sturm. Der Wind heulte um das ganze Haus und ließ die Fenster in ihrem Rahmen erzittern. Aus Furcht eines Windstoßes könnte ein Fenster aufstoßen und die Tiara auf den Boden schleudern, nahm sie das Krönchen von seinem Kissen und brachte es zu sich ins Bett. Die ganze Nacht hindurch hielt sie die Tiara fest umschlungen, und des Morgens erwachte sie mit dem Schmuckstück wohlbehalten in ihren Armen. Der Sturm war vorübergezogen und die Prinzessin war beruhigt. Dieser Tag verlief wie jeder andere Tag, außer dass die Prinzessin die Tiara womöglich noch ein wenig ausführlicher reinigte, dankbar dafür, dass nichts geschehen war. In dieser Nacht legte sie die Tiara auf ihr Kissen, gab einen Gute-Nacht-Kuss und ging zu Bett. Doch nicht ohne sich noch einmal umzudrehen und sich zu vergewissern, dass die Krone immer noch auf ihrem Platz lag. Als sie am nächsten Morgen erwachte, spürte sie zugleich, dass etwas nicht stimmte. Die Tiara lag auf dem Boden des Wohnzimmers, zerbrochen und glanzlos. Ansonsten hatte sich nichts geändert. Das Kissen lag an genau jenem Platz, wo sie es niedergelegt hatte. Das Fenster war geschlossen, es hatte keinen Sturm gegeben und es gab keinerlei Hinweise darauf, dass etwas vorgefallen war. Nur die zerbrochene Tiara auf dem Boden. Sie hob sie auf und hielt sie schluchzend in ihren Armen. So sehr sie auch versuchte, sie zu kitten und zu polieren, so zwecklos blieben ihre Bemühungen. Doch die Tiara war nicht mehr zu retten und ihr letzter Glanz war erloschen. Die Prinzessin hielt die Tiara den Rest des Tages und die ganze folgende Nacht hindurch in ihren Armen. Regungslos saß sie an dem Platz beim Fenster, wo sie die Krone selbst stets poliert hatte. Als die Sonne aufging, blickte sie nach draußen und ihr Blick fiel auf ein Bäumchen. Sie erinnerte sich daran, wie dieses Bäumchen den Wind überlebt und sich der kalten, fruchtlosen Erde erfolgreich widersetzt hatte. Ohne ein Wort ging sie hinaus und vergrub die Tiara in der Erde, unter dem Bäumchen. Als die letzten Bröckchen Erde fielen, war es ihr, als sei die Tiara nun endgültig fort. Und mit ihr die letzte Verbindung zu ihrem alten Selbst. Sie konnte nur vorausblicken und sich einen neuen Platz in der Welt schaffen. Eine Welt, in der sie nicht länger eine Prinzessin mit einer Tiara war, sondern bloß eine triste, glanzlose Frau, ganz alleine in einem tiefen und uralten Wald. Und das war die Geschichte, wie die Prinzessin ihren kostbaren Schatz verlor und ihren Titel. Und auf diese Weise verlor die Prinzessin ihren kostbarsten Schatz.
Und ihren Titel. Nicht gerade eine. Diese Geschichte las sie uns in der Nacht. Kindergeschichte. Gott. Jetzt ergibt es Sinn. Nicht gerade eine gute Nachtgeschichte. Ja. Sie wurde schwanger. Ich hab so eine Ahnung, was in der Truhe ist. Ist geflohen, um ein neues Leben zu beginnen. Und dann kam sie nach Dallas Crossing, wo sie endlich glücklich war. Aber dann starb das Baby. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie sich gefühlt hat. Sie ließ alles hinter sich, baute ein neues Leben auf. Und dann war er plötzlich weg. Ich denke, uns zu haben hat ihr geholfen. Aber als es so aussah, als ob wir ihr weggenommen werden, drehte sie durch. Sie wollte kein Kind mehr verlieren. Es war nichts, was wir getan haben. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Wissen anfangen soll. Ich auch nicht. Aber ich wollte einfach nur verstehen, was mit ihr passiert ist. Und das tue ich jetzt. Ja. Wir wissen noch nicht, was in der Truhe ist. Okay, also, wie öffnen wir sie? Die Prinzessin hat ihren kostbarsten Schatz verloren. Darum ist all das passiert. Ich blick einfach nicht durch. Okay, hier haben wir ein gelbes U. Ein rotes L. Und ein orangenes E. Wir haben ja kein Blau. Ole. Könnte das sein? Okay, klingt einfach. Und da haben wir es schon. Okay. Die Prinzessin hat ihren kostbarsten Schatz verloren. Darum ist all das passiert. Ich blick einfach nicht durch. Leo könnte es auch sein. Rotes L. Orangenes. Gelbes O. Leo. Unten liegt eine Brechstange. Warum brechen wir sie nicht einfach auf? Was? Ich die Lösung Nein. kenne. Willst du nicht rausfinden, was das zu bedeuten hat? Ich habe genug von ihren Rätseln. Warte kurz. Nicht Lea. Leo. Volltreffer. Oha. Da öffnet sich was komplett Neues. Wow. Wurde es gerade dunkler hier drin? Und wieder hell. Aha. Und was haben wir hier? Eine Babydecke? Oh. Ollie, sie hat das gemerkt. Ich war ihr Sohn. Oha. Meine beiden Nieben, Allison und Ollie, wir schreiben Geschichten, um zu verstehen und verstanden zu werden. Aber welche Geschichte kommt schon ohne ersten Akt aus? Es tut mir leid, dass ich meinen, so lange vor euch geheim hielt, in Liebe an meine Kobolde. Warum hat sie ein Foto von diesem Baum versteckt? Er ist der Sohn. Ist das? Theo Ronan. Oder was? Nee, ist er nicht. Warum hat sie nie von ihm erzählt? Warum hat sie alles verheimlicht? Naja, weil es total schrecklich ist. Darum. Ellie, meinst du, es war richtig, das zu öffnen? War es.
Es ist besser, wenn wir Bescheid wissen, auch wenn es schwierig ist. Auf jeden Fall. Und es gibt noch was, das wir sehen müssen. Bist du sicher? Ja. Komm schon, gehen wir zum Pier. Bringen wir es hinter uns. Gehen wir zum Pier. Willst du wirklich gehen? Sicher, dass wir alles gesehen haben? Ja. Relativ. So oder so. Ich bin bereit, das hier abzuschließen. Ich auch. Lass uns das ganze Drama hier beenden. Worauf warten wir? Ich will wissen, wer in dieser Nacht dort war. Versuchen wir uns zu erinnern, mit wem Marianne gestritten hat. Eine letzte Erinnerung. Sie fällt es unheimlich schwer. Beinahe. Nein. Nein. Tom, Becky ist unser Vater? Natürlich. Natürlich ist er es. Ist er nicht. Tessa wusste es, nicht wahr? Ja, mit Sicherheit. Das wollte sie uns nicht erzählen. Ist nicht wahr. Gott, Mary Ann und Tom? Ich weiß. Ach, im Ernst? Was sollen wir jetzt tun? Wir rufen ihn her und fragen ihn, was wirklich los war. Und wenn er nicht will? Wir wissen Bescheid. Er muss. Er? Tom, hier ist Allison. What? Ich hätte mit allem berechnet. Wir wissen, dass du es warst. Gerechnet. Ja. Wow. Ich hätte mit Polizisten gerechnet, ich hätte doch noch mit Sam gerechnet, ich hätte doch noch irgendwie mit... Ja. Der Wahnsinn. Der blanke Wahnsinn. Mich das machen. Ich kenne ihn besser. Naja, zumindest dachte ich das. Klar, wie du willst. Solange wir Antworten kriegen. Oh, wei. Fast zum Henker. Kinder, hör zu. Du bist unser Vater. Ja. Du wusstest, wie schlecht wir es hier hatten. Wie wenig wir hatten. Du hast Marianne nicht geholfen. Meinst du das Geld, das sie wollte? Wir hatten auch nichts übrig. Der Winter war für alle hart. Und ihr werdet hier draußen verhungert, ohne das ganze kostenlose Essen von uns. Tu nicht so, als wärst du involviert. Das war alles Tessa. Das ist eine gemeine Unterstellung, junger Mann. Mag sein, dass es ursprünglich Tessas Idee gewesen ist. Aber ich habe sie unterstützt. Und eure Mutter war froh, von unseren Almosen zu leben. Almosen. Almosen von einem Vater. Ach du Schande. Was zuerst? Du wolltest unsere Scheune niederbrennen und hast Tyler bewusstlos geschlagen. Ich wollte nie jemanden verletzen.
Ihr solltet gar nicht zu Hause sein. Und trotzdem hast du nicht mal daran gedacht, zu helfen. Was wollt ihr hören? Ich bin in Panik geraten. Ich hatte Angst, dass mir diese ganze Sache um die Ohren fliegt. Ich musste handeln. Holy crap. Ja. Tom Becci für Bürger zum Bürgermeister. Passt. Also was sollen wir jetzt tun? Wir sagen ihm, dass er wieder in Ordnung bringen soll, was er angerichtet hat. Du warst damals hier. Du hast Marianne und Tyler gesehen. Warum hast du nicht geholfen? Ich weiß, das war nicht korrekt. Aber sie hat mein Leben bedroht. Also hast du beschlossen, sie ertrinken zu lassen? Ich habe gar nichts beschlossen. Es ging alles so schnell und ich bekam Panik. Als ich in die Stadt zurückkam, war Brown bereits auf dem Weg. Ich konnte wirklich überhaupt nichts tun. Du hast uns im Stich gelassen. Das musst du wieder richten. Ich mache, was immer ihr wollt. Solange nichts davon rauskommt. Wie bitte? Ihr wollt, dass ich für meine Fehler bezahle? Schön. Aber Tessa darf das nicht erfahren. Das sollen alle erfahren. Auf keinen Fall. Tessa weiß es schon, Tom. Nein. Der will Bürgermeister werden. Wo ist die Klatschpresse? Du begreifst es nicht. Der Grund für Tessas und Mary Anns Zerwürfnis bist du. Ich... Aber sie... Sie hat nie was gesagt. Du solltest mit deiner Frau reden. Hättest du das getan, wären wir vielleicht nicht in dieser Situation. Und Mary Ann wäre vielleicht nicht tot. Ach bitte, gerade du solltest doch ganz genau wissen, wie schlecht es Mary Ann ging. Sie war völlig verwirrt. So etwas wäre früher oder später ohnehin passiert. Und du wolltest nicht riskieren, da zu sein, wenn es passierte. Selbst wenn sie deshalb ihre Kinder hier draußen alleine aufziehen musste. Hättest du deinen Mann gestanden, wäre das alles nicht passiert. Ich hatte keine Wahl. Das hätte nie geschehen dürfen. Aber, naja, eure Mutter war eine wunderschöne Frau. Und sie ist so weit herumgekommen und hat so viel erlebt. Alles, was ich immer tun wollte. Ich wurde eingeholt. Die Liebe hat mich erwischt. Hör zu, ich habe Fehler gemacht. Aber das wird diesen Kreis hier nicht verlassen. Warum? Wir wissen's. Und Tessa auch. Marianne ist tot. Es hat keinen Sinn, es zu verheimlichen. Er hat Angst, dass es seine Kampagne versaut. Irre ich mich? Scheiße, Tom. Ich habe euer Geheimnis jahrelang bewahrt. Er denkt jetzt noch daran, Bürgermeister zu werden. Aber wenn es nicht anders geht... Was? Ja. Eure kleine Notwehrgeschichte. Ich habe nie jemandem erzählt, wie Mary Ann wirklich starb. Sei es drum. In jener Nacht kam ich hierher, weil ich mir Sorgen um eure Mutter gemacht habe. Ich wurde gezwungen. Warum hast du es getan? Das ist sein Schuld. Das ist sein Schuld. Thank you.
Ah, ja. Der wilde Jäger. Ich will dir nicht wehtun.